Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Okami. Ich habe mich ein wenig bewässert und jetzt sind wir hier immer noch auf dem kleinen Turm, wo wir uns dieses wunderschöne Schiff anschauen. Und die gute Frau Rau hatte im letzten Part uns gesagt, dass wir sie hier treffen sollen und den Schatz dieses Schiffes zu bergen. Allerdings machen wir das während der Nacht. Und deswegen rufen wir die Nacht auch herbei. Weil das können wir. Wir sind eine Göttheit. Und damit kommen wir da jetzt hin. Olle! Oh mein Gott! Das sieht man auch nicht jeden Tag. Ich frage mich, ob es sicher ist, in der Lagune zu laufen. Wie kommen wir da hin? Von da hinten aus. Oh Gott, das ist viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Lauf! Lauf, lauf, lauf! Wir springen hier runter. Zack. Und dann rennen wir da hinten hin. Rufen uns ein Seerosenblatt herbei. Genau hier. Ja, genau. Ertrinken erstmal fast. Perfekt. So. Und schippern da jetzt drüber. Noch einmal. Nee, das war falsch. Was auch immer ich da beschworen habe, aber irgendwie war das nicht richtig. So, und da können wir auch rein. Falle ich da runter einfach? Okay. Da können wir buddeln. Das ist schon mal ganz nett. Buddel, 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 buddel. Natürlich wieder nicht richtig gebuddelt. Eine Mupfel. Und in der Mupfel ist ein Exorzismus M. Oh, da kann ich auch buddeln. Will ich auch noch mal kurz buddeln. Buddel, 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 buddel. Und bopp. Headbutt. Glasperlensammlung. Noch irgendwo was zu buddeln? Nein, okay. Dann gehen wir jetzt hier rein. Hopp. Rein eins, Boot. Das Boot, oh ja. Versunkenes Schiff. Oh je. Die Tür sieht verflucht aus. Sie haben sie vielleicht so versiegelt, um Plünderer fernzuhalten. Aber ich habe noch nie einen so unheimlich aussehenden Fluch zuvor gesehen. Ich hoffe nur, dass das Schiff nicht ein einziger großer Fluch ist. Auf jeden Fall wird sich das Schätzchen hier nicht so leicht brechen lassen. Arme Terasu. Vollbusige Braut! Ihr seid beide schon hier. Tut mir leid, dass ich spät bin. Meine politischen Verpflichtungen haben mich aufgehalten. Ist das hier das Schatzschiff, von dem ihr gesprochen habt, Braut? Ja, hier sind die Fuchsstäbe, nach denen Königin Himiko gesucht hat. Das Schiff wurde von einem Wasserdrachen versenkt und ist jetzt voller Monster. Aber meine heiligen Kräfte können es leicht mit ein paar Dutzend Monstern aufnehmen. Es gibt keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Los geht's. Das ist ja alles schön und gut, Braut. Aber was ist mit dieser verfluchten Tür hier? Wurde sie so versiegelt, um Plünderer fernzuhalten? Oder ist es vielleicht der Fluch derer, die starben, als der Wasserdrache ihr Schiff versenkte? Das Ding ist mit einer immensen bösen Kraft erfüllt. Also gibt es hier eine verfluchte Tür, um jeden am Betreten des Schiffes zu hindern. Ich verstehe.
Was für ein netter kleiner Trick. Da habt ihr recht. Wir sollten lieber einen anderen Weg hineinsuchen. Ha? Es ist an der Zeit, dass wir unsere Kräfte zusammenwerfen, Amaterasu. Es wird noch mehr versiegelte Sperren! Wow. Sperren geben, wenn wir weiter hineingehen. Wenn wir zu ihnen kommen, dann werde ich mit einem Gebetsstreifen den Fluch brechen. Also, wenn es dir nichts ausmacht... Oh boy. Also, Amaterasu, das Anwenden der Gebetsstreifen ist meine Aufgabe. Aber ich würde deine Hilfe beim Zielen zu schätzen wissen. Keine Sorge, um was ich dich bitte, ist nicht schwierig. Ich nehme mal an, du weißt, wie man den Pinsel der Götter benutzt, nicht wahr? Nutze diese Macht, um den Gebetsstreifen von meiner Hand aus ins Ziel zu lenken. Lass uns das einmal an dem Fluch, der die Tür versperrt, üben. Wir haben einen Zettel und wir malen ihn dahin. Fantastisch! Solange ich meine Gebetsstreifen habe, gibt es nichts, wovor wir uns fürchten müssen. Nicht einmal vor Monstern. Genug geübt jetzt. Es warten große Schätze. Lasst uns die Fuchsstäbe finden. Oh Gott, da sind Geister. Wartet, ich speichere einmal kurz. Speichern. Nein. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. So, jetzt. Jetzt! Jetzt! Merk nicht, dass hier Geister sind. Kann ich die damit vertreiben? Oh, oh, oh boy! Das sind Zähne. Okay. Oh, oh boy. Wo sind wir? Oh, da ist ein Bosskampf. Okay. Kisten. Zerstörung. Noch mehr Kisten. Eine Statue ohne Kopf. Wow, sieh nur diese Schatzkisten. Hey, wir werden Millionäre sein, lange bevor wir diese Fuchsstäbe finden. Alle ab! Da steht etwas, was mir nicht gefällt. Oh Gott, ist das eklig hier. Göttlicher Gesandter. Schriftrolle enthält nützliche Informationen. Heiliger Knochen. Das ist widerlich. Au. Vor allem diese Mädchen. Alter, ich will das nicht. Ich will das wirklich nicht. Ah! Okay, alles gut. Alles gut. Boah, ist das ekelhaft hier. Ich hasse Geisterschiffe. Oh boy. Das ist nicht okay. Was ist das? Sind das Messer? Das sind Messer, oder? Oh Gott. Alter Schwede, okay. Ich werde hier richtig graue Haare kriegen in diesem Scheiß. Richtige graue Haare. So, okay. Hier kommt man noch hoch. Aber da ist nichts, okay. Oh mein Gott. Ach du Scheiße.
Na, jetzt wird's toll. Miasma. Wow, 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 wow. Bleiben Sie bitte ruhig. Kann ich hier irgendwas schneiden? Wow, 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 wow. Das habe ich echt ausgewichen. Okay, da komme ich nicht ran. Oh, ich hab ihm den Panzer zerbrochen. Okay, dem zweiten habe ich den Panzer auch zerknackt. Okay. Boah, ist das furchtbar, ekelhaft. Ach. Okay, war so lala gespielt, aber da musste ich erstmal schauen, wie, was, warum. Okay, von wo kam ich? Ich kam von da, glaube ich. Ich glaube, ja. Kann ich hier mit dem Haufen irgendwas tun? Buddeln kann ich nicht, okay. Ha, dann schauen wir mal weiter. Okay. Ich will das nicht. Ah. Ist das nicht schön? Sogar ein Schiff, das vom Wasserdrachen versenkt wurde, kann das Licht der Sterne genießen. Aber so sieht es im Schiff nur aus, solange Neumond ist. Sobald die Sonne aufgeht, steht das Schiff unter Wasser. Ja, das Schiff wurde von einem grausigen Schicksal ereilt. Das heißt, ich habe, ich muss aufpassen. Also so zeitmäßig. Wäre jetzt irgendwie ungeil. Bin ich ja ganz ehrlich, aber das wäre irgendwie ungeil. Wow, sieh dir das mal an. Das Ding ist riesig. Sieht aus wie eine gewaltige Balkenwaage oder sowas. Ich frage mich, wozu man so etwas benutzt. Man kann nur auf eine Seite Gewichte tun. Das nenne ich mal ein unausgeglichenes Gleichgewicht. Okay. Das Ding ist riesig. Balkenwaage. Wir müssen also auf die andere Seite und da... wie nennt man das? Irgendwas ranhängen? Okay, hier komme ich. Hier ist nichts mehr. Dann werden wir jetzt nochmal zurückgehen. Komme ich hier irgendwo weiter? Hoppala. Kann ich vielleicht irgendwas mit den Totenschädeln hier machen? Oh, ich kann die nur benutzen, um irgendwas aus denen rauszukriegen. Aber das hilft mir halt nicht. Kann ich hiermit irgendwas machen? Hier komme ich nicht weiter. Kann ich, wie gesagt, mit meinen Karten... Nein. Kann ich durchschneiden? Das interessiert die auch nicht. Okay, also damit kann ich überhaupt gar nichts tun. So, jetzt gucken wir hier mal. Hier kann ich auch nichts machen. Beziehungsweise hier gibt es auch keinen Weg. Da oben waren wir. Oh, oh, wow, oh, wow, 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 wow. Da oben geht es noch weiter. Hilft mir das irgendwie?
Okay, sie macht jetzt nur einen Walljump. Ich bin gerade etwas ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt weitermachen. Kann ich da rauf? Ich kann halt entweder einen Walljump machen oder einen Doppelsprung. Das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns auch nicht weiter. Okay. Jetzt wird es langsam doch ein bisschen anstrengend. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück zu der Waage. Oh Gott. Aber irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Der bogenförmige Mond vergießt Tränen über das verrottende Schiff. Aber so sieht es im Schiff nur aus, solange Neumond ist. Sobald die Sonne aufgeht, steht das Schiff unter Wasser. Ja, das Schiff wurde von einem grausigen Schicksal ereilt. Das heißt, wenn ich Tag mache, so ungefähr. Das ist unmöglich. Es kann doch nicht Tagesanbruch sein. Kann einfach nicht sein. Du steckst nicht dahinter, oder Amaterasu? Deine Kräfte können sogar die Abläufe des Himmels kontrollieren. Ja, ich bin halt ein Pro. So, aber das bringt uns halt gerade auch absolut nicht weiter. Jetzt ist halt hier Wasser. Können wir mal bitte ein Seerosenblatt zaubern? Gibt es hier kein Seerosenblatt? Ist das dein Ernst? Oh boy. Oh je, oh je. Nein! Was machst du denn? Ach, scheiße. Ach, scheiße. Okay, okay. Ich habe... Ich habe ihm, glaube ich, seine Rüstung zerschossen, oder? Oh boy, oh boy. Okay, das ist schon ein sehr, sehr ekliger Fight, ganz ehrlich. Und es tut mir gerade leid, dass ich ein bisschen still bin, aber das Ganze... es passiert so viel auf einmal und ich bin am Denken und am Machen und am Tun und irgendwie so... Ja, ich habe gerade keine Kraft mehr. Natürlich immer gut ist. So, und jetzt nochmal eine Karte schmeißen. Ich bin aber auch fast tot. Boah, das war ja vorhin ein richtig mieser Fight, ne?
So, wo will ich denn hin? Da hinten, oder? Ja. Ich will da hinten hin. So, kann ich bitte ein Seerosenblatt beschwören? Danke. So, jetzt mich nicht pieken lassen. Weil ich bin, was das Leben angeht, sowieso schon so schlecht. So, das Fass ist da jetzt. Jetzt kann ich da nämlich oben rauf. Ja, gucke mal. Oh boy. Oh boy. Ja, ganz toll. Eine Kanone. Dein Ernst. Und auch noch ein Schloss. Heiliger Knochen S. Gib 3 Einheiten Sonnenenergie wieder. Okay. Ah, nicht ganz. Aber auch nicht das, was ich haben wollte. Oh, ich bin gerade richtig überfordert hier, ne? So, hier muss eine Bombe drauf platziert werden. So. Okay, da oben ist die jetzt auf. Aber ich möchte gerne da lang erstmal. Oh. Ich möchte mich erstmal hier ein bisschen weiter umschauen. Da sind wieder Geister. Ja, natürlich ist der Zahn jetzt da weg. Oh Gott, so viele Geister. Noch einer. So, rüber. Rüber. Oh, Leben. Oh, gut, 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 gut. Verstreute Perle. Die sind jetzt nicht ganz so wichtig. Ups, uff. Meine Güte. Oh, shit. Was ist das? Oh mein Gott. Dein Ernst? Was ist das Spiel? Das ist voll gruselig gerade. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nur nach Hause. Oh, frick. Oh, Gott. Ja, da ist Seetang. Oh, Gott. Da ist richtig ekliger Seetang. Da schwimmen wir einmal fix rüber. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh boy. Oh boy. Ich möchte wieder nach Hause. Ich habe damals gedacht, die Ruinen wären gruselig. Oh boy. Leck mich doch. Ich schneide jetzt hier einmal kurz das Seil durch. Danke. Und jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein. Bitte. Bitte lass es doch. Bitte lass mich doch einfach hin und durchgehen. Oh Gott. Oh, ich habe Gänsehaut. Das ist nicht okay. Ah, jetzt bin ich hier oben. Ja, toll. Das hat nichts gebracht.
Kann ich den nicht irgendwie abschießen? Ha! Oh Gott! Okay, okay. Wieso hilft es mir? Nein, geh weg. Bitte geh doch einfach weg. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Ich glaube, ich mache was richtig. So, 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 so. Und einhaken. Einhaken. Ja! Und jetzt? Ja, aber was denn jetzt? So, jetzt bin ich hier oben drauf. Oh Gott, das ist... Oh, einer der 13 Sterne... Zeichenschätze, das Design ist sehr hinreißend. Ja, gut, schön. Aber was ist denn jetzt hier mit den Ketten? Wieso leuchten die so? Ich glaube, ich muss jetzt wieder zurück, oder? Okay, wir gehen einfach mal wieder zurück. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Mein Rosenblatt ist sogar noch da. So, auf das Rosenblatt und rüber. Ha. Ich habe noch absolut keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ich habe keine Ahnung. Da ist auch noch mein zweites oder mein anderes Rosenblatt. Nice. Achso, hier, das haben wir ja auch noch. Oh boy. Lass mich hier einmal kurz ein Rosenblatt zaubern. Zack. Machen wir hier einen Walljump. Genau so. Machen wir hier einen Doppelsprung drüber. Dann machen wir da einen Doppelsprung drüber. Dann machen wir da einen Doppelsprung drüber. Oh, oh. Achso, und jetzt können wir hier einen Double Jump drüber. So. Jetzt werden wir wahrscheinlich noch aufgespießt, so dumm wie ich bin. Ah, okay, geht. Da ist mein anderes Seerosenblatt. Wieso verschwinden die nicht? Ich finde es natürlich sehr freundlich, dass die halt bleiben. Aber normalerweise verschwinden die doch. Aber das irgendwie nicht. Finde ich halt sehr nett. Oh, 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 oh. Okay, nee, das schaffe ich. Alles gut. So, jetzt habe ich einmal fix gespeichert hier. Oh Gott. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns im nächsten Part hier weiter um. Alter, ey. Das, diese Folge, ne? Dieses Schiff, das macht mich voll fertig. Macht mich richtig fertig. Ich werde mir noch etwas Wasser in den Kopf kippen und dann werden wir hier uns das Schiff weiter anschauen. Vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin dabei seid, hier bei Okami HD. Ich bin Whitey. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn wir hier weiterhin uns das Schiff anschauen und uns zu Tode gruseln, weil es ist furchtbar anstrengend. Doch bis dahin, knutsch, knutsch.